So, hallo ihr Lieben, da sind wir schon wieder und irgendwie ist hier wirklich Bäumchen wechselig. Jeder sitzt, wo er mag, wie er mag. Ja, it is wie it is, ne? Agnes. Im Moment Zeit. Jagd eingestiegen. Plus 2, okay. Zeit, schönes Wetter, findest du nicht? Nein, wir fragen, wie es ihr geht. Das mag sie. Sehr schön. Dann können wir doch mal noch eine Runde hier flirten, oder? Bewundere deine Ehrlichkeit. Du scheust dich nicht, anderen zu sagen, wenn du ihr Verhalten missbilligst. Hat dir schon jemand gesagt, dass du schöne Augen hast? Ich möchte keine Sekunde mehr ohne dich verschwenden. Nein, nein, nein. Schwanke. Das könnte sie irgendwie so falsch. Komm, wir machen mal die Augen. Plus 6. Guck hin. Glaubst du wirklich? Vielen Dank. Mag's nochmal. Wohlgeformte Figur? Nee, ich bewundere deine Ehrlichkeit. Okay. Komm hier, Figur loben. Oh. Ja, du hast recht. Verzeiht. Das war wieder nix. Das war wieder gar nix. Okay. Dann würde ich sagen, ich sag jetzt nichts mehr. So. Warte mal. Ich wollte was anderes machen. Und zwar ist heute der letzte Herbsttag. Das bedeutet. Warte mal, was haben wir hier drin? Eine Hacke 3. Steinmesser. Okay. Haben wir hier noch so rumfliegen? Stock Rundholz, okay. Federn. Würde ganz gerne die Federn verkaufen. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr gut. Was haben wir denn noch einstecken? Das kann ich mal hier rüber packen. So. Stein muss ich jetzt auch nicht unbedingt mitnehmen. Oder? Doch. Stock ist auch gut. Stroh brauche ich gerade nicht. Das hölzerne Rad nehmen wir mit. Das packe ich jetzt noch in die... Oder wohl. Das können wir so mitschleppen. Wiegt jetzt nicht so die Welt. Gut, also bis das mit der Messerproduktion hier klappt. Klappt nicht. Klappt irgendwie nicht. Was bringen denn? Die bringen gar nichts. Die bringen nur Kleingeld. Okay, dann schauen wir mal, was ich noch in der Truhe habe. Ob da irgendwas Verkaufenswertes dabei ist. Halt. Nö. Nicht wirklich. Okay, wir können eine Haube verkaufen. Die bringt schon mal ein bisschen mehr Geld ein. Ich habe auch noch hier eine Haube. Die können wir eigentlich im Prinzip auch verkaufen. So. Okay. Dann haben wir noch einen Trinkschlauch, den wir verkaufen können. Sehr gut. Ich will schauen, dass wir unterwegs noch Stiggies sammeln und Messer bauen. Bis das mit der Produktion klappt. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir rüber ins Dorf. Ich muss auch mal gucken. Ich habe ganz wunderbare Technologien. Da gibt es irgendwas Neues. Gibt es ein neues? Einfaches Haus. Okay. Der Grabungsschuppen. Der wäre auch noch interessant. Scheune. Taverne. Die Werkstatt. Bäckerei. Die Taverne. Okay, Schmiede. Ja, wir bewegen uns langsam Richtung Schmiede. Das ist gut. Das ist gut. Dann grabbel ich mal hier noch ein paar Stecken ab. So. Unterwegs. Dann auch natürlich Steine brauchen wir. Dann machen wir uns noch einen Schwung Steinmesser. Ich schau, glaube ich, ein. Nee. Hat getäuscht. Auch schöne Farben heute. Herrlich. Bei dem Wetter. Super. Super. Gefällt mir.
Das gefällt mir. So, ihr lieben Stöcke, kommt zu mir. Ah. So, dann müssen wir unseren Spot wiederfinden mit dem super duper Stein vorkommen. Also die Richtung. Mal den Blick ein wenig auf den Boden gerichtet. Unterwegs noch ein paar Stöcke mitgenommen. Ah. Ah. Sticks, okay. Hm? Hier, Efeu. Rasimir, Efeu ist kein Stein. Das ist ein Stein. Das und das ist einer. Dann gut. Bitte gut, Knut. Ja, ich glaube, Sticks haben wir jetzt genug. Dass wir uns mal jetzt mehr auf Steine konzentrieren. Nein, lass ihn mir. Ja, noch nicht ganz. Hier ist noch einer. Okay. Dann war das doch. Hm. Aber hier ist. Aber hier noch einer? Ja. Wie viel haben wir? 10. 11. 12, da können wir jetzt schon 6 Stück bauen. 24 wäre nicht schlecht. Noch ein bisschen Taler in die Tasche kommt. Also ich finde, selbst das macht in dem Spiel unglaublich viel Spaß. Ist zwar ab und zu ein bisschen frustrierend, aber trotzdem hast du da echt Spaß. Guck. Wieder ein Erfolgserlebnis. Wieder 2 Steine gefunden. Wir sind auf 14. Ja, 15, 16, 17, 18, 10, 19. Ab. Nur Stiggies. Ja, haben wir schon die 20. 4 Stück. Ich werde auch langsam etwas träge im Laufen. So 4 Stück. Noch 3. Muss noch einer. Komm mit letzter Kraft, lass ihn mir. Enttäusch mich nicht. Enttäusch mich nicht. Ich weiß, dass hier noch einer ist. Ich spüre ihn förmlich, Rasimir. Ja? Ah, halt. Ah. Ich wusste es. So, dann können wir doch jetzt eigentlich hergehen und können hier 12 Stück machen. Genau. Dauert jetzt einen kleinen Augenblick. In der Zeit kann ich einen Schluck Kaffee trinken. Ja, ich sehe, wir verdursten gerade. Hunger meldet sich auch langsam. Wisst ihr was? Ich mache mal kurz Pause für euch. Bis gleich. So, fertig. Und frei. Hier nochmal grabbeln. Ja. Nein. Wenn wir sie schon haben, ne, dann sollten wir da auch schauen, dass wir jetzt so viele Steinmasse wie möglich produzieren. Ist meine gute Agnes selber in die Produktion, in die Pötte gekommen ist. Sollten wir das machen? So, Sticks. Sticks? Ist da drunter ein Stein? Ne, Stock. Okay. Da. Klammer 3. Dann würde ich sagen, sammeln wir noch mal 12 Steine ein. In der Hoffnung noch mal, den könnten wir eigentlich auch gleich mitnehmen. 6. 7. Alles Kraut. 7. 8. 9.
Ja. 10? Ich sollte mal was trinken. Hallo. Ah, und Essen drin. Oh, müssen wir auch. So. 11. 12. Ah, hier nochmal durchjubeln. 3 Stück. Ich habe zu wenig Sticks, oder? Kann das sein? Hm, ja. Hab ich. Viel zu wenig Sticks. Mal hier mit. Da. Da. Toll. Da. Lama 36. Kabel ich trotzdem mal hier noch die ab. Pilze habe ich jetzt gar keinen mehr gesehen, ne? Die wollte ich jetzt eigentlich auch mitnehmen. Ne, hier nicht. Wie schaut es hier aus? Auch nicht. Ah, drüben sind welche. Da sind meine kleinen Freunde. So, ihr bringt uns durch den Winter. Das ist schön. So, Stein ist auch toll. Ja, guck mal hin. Ah, so ein netter Platz. Okay. Stein, 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 18. So, 19. Ja, ich weiß, heute ist so die Steinmesser-Folge. Ne? Da müssen wir alle mal durch. Ich kann ja sowas nicht immer nebenbei machen. Ne? 21, 22, 23. Komm, einer noch. Einer noch. Ja? Wo versteckst du dich? Ihr seid's ja doch. Supi. Dann wechsle ich mal wieder hier auf die Messer. Können wir 8 Stück machen. Das ist in Ordnung. Ich mache eine kurze Pause. Bis gleich. So, da haben wir es auch schon geschafft. Ein Traum. Jetzt mache ich aber nichts mehr. Wir haben jetzt, glaube ich, was haben wir denn? Hier kommt 19 Messer. 20. Sehr schön. 20 Messerchen. Die sollten eigentlich mal reichen. Wir haben ein paar Pilze gepflückt. Wir haben noch die Haube dabei, das Wagenrad. Wir können einen Trinkschlauch verkaufen. Und somit würde ich sagen, stehen wir eigentlich gar nicht mal so schlecht da. Wie viele Taler haben wir denn überhaupt? 127. Hey. Ah, und im Winter würde ich sagen, wird es auch unsere Hauptbeschäftigung sein. Steinmesser herstellen. Und die dann verkaufen. So, dann eilen wir mal. Ah. Hier. So. Platz nicht ausreichend, okay. Dann würde ich sagen, verkaufen wir jetzt mal hier alle. Das bringt uns wie viel? 266 Taler. Das ist schön. Sehr schön. Können wir das auch noch verkaufen? Da sind wir schon auf 407. Dann verkaufe ich 2 Trinkschläuche. Na komm. Machen wir. Bringen 126. Eisenbolzen können wir verkaufen, alle beide. Bringt auch was. Dann können wir eine Haube verkaufen. Tieren? Ne, wir hatten ja 2 Hauben, ne? So, da sind wir schon auf 663. Und dann verkaufen wir noch die Federn. Die bringen uns 141. Und wir verkaufen das hölzerne Rad. Ja. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir's. Hey, danke dir. Mich an fremden Trögen immer noch nicht waschen. Das ist sehr deprimierend. Aber gut. Wer bist denn du? Adelina! Mensch, die habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Was hast denn du so?
Kübelsamen, Weizenkorn, Stroh, Roggenmehl, Karottensamen, Hehe. Versehen. Ich würde ganz gerne 20 Dünger kaufen. So, wen haben wir denn hier noch sitzen? Was kannst du? Oh, der hat gute Werte. Oh, der hat richtig gute Werte. Okay, den sollten wir uns mal merken, den Roderick. Den Roderick, den werden wir uns merken. So, dann gehe ich zu meinem Lieblingsfreund. In der Hoffnung, dass er genügend Dünger hat und ich auch genügend tragen kann. Wenn er denn daheim ist. Ist er natürlich nicht. Doch, da hinten ist er. So wie mir, mein wirklich guter Freund. Hast du einen Moment Zeit? Klatsch, Tratsch, nee, harte Arbeit hier, komm. Plus 5. Hast einen Moment, schönes Wetter, findest du nicht? Plus 10, das ist okay. So, zeig mir deine Ware. Dünger. Kostet 10. Wenn ich jetzt 20 nehme, dann kostet mich der Spaß. Genau, 200, klar, logisch. Will ich das? Machen wir das? Will ich es nicht? Aber Dünger brauchen wir, aber den brauchen wir eigentlich erst im Frühling. Quatsch. Das machen wir jetzt noch nicht. Ich werde jetzt gehen. Tschüss. War wieder schön, dich mal wieder gesehen zu haben. Ja, dich auch. Okay. Und dann müssten wir doch eigentlich... Wer bist denn du? Wildruder, grüße dich. Neigung 0%. Schöne Frau. Tut mir leid, ich suche keinen Partner. Tschüss. Ist doch wieder. So, jetzt lass mal hier gucken. Hier, Journal. Was haben wir denn hier zu tun? Wir haben einmal das Kapitel. Okay, Felder platzieren ist klar. Geschichte von Unigost. Warte auf weitere Ereignisse. Da ist also nichts. Alwin. Sprich mit Alwin. Ach, guck. Alwin. Wo hängt denn der rum? Wildrot. Alwin. Ein Alwin. Der müsste doch eigentlich auf dem Feld. Lass mal gucken. Ist der da irgendwo? Edwin? Hä, wo ist denn der Alwin? Das muss neben ihm. Oder Alwin, oder? Ja, klar. Ist er doch. So. Alwin! Alter Lump! Lange nicht gesehen, Alwin. Wie geht's dir? Du siehst traurig aus. Was ist los? Hi. Du wirst nicht glauben, was passiert ist. Los, sag schon. Meine Hacke ist kaputt. Oh nein, der Horror. Lach nicht, es ist wichtig für mich. Gut, wie kann ich dir denn helfen? Nun, ich habe bereits einen neuen bei Falibor bestellt. Einem Handwerker aus dem Dorf auf der anderen Seite des Flusses, nördlich von hier. Ich habe das noch nicht abgeholt, weil ich eine Menge Arbeit? Sicher, ich helfe dir gern weiter. Was? Plus 150 Münzen? Hier, Münzen, um Falibor für die Hacke zu bezahlen. Das sollte reichen. Ich weiß, dass ich dir in dieser Sache vertrauen kann. Keine Angst, ich komme bald mit der begehrten Hacke zurück. Will ich eine einstecken? Nee. Okay. Ja, dann werden wir das wohl so regeln müssen, ne? Ja, super, können wir wieder latschen in der Weltgeschichte. Okay, Journal, das haben wir gemacht. Dann würde ich sagen, ist soweit jetzt nichts. Ja, perfekt. Würde ich mal sagen. Okay. Wird schon wieder langsam dunkel. Das bedeutet, ab morgen ist dann eh angesagt. Guck, Pilz. Die wachsen echt sporadisch in der Landschaft. Hm.
gut, ich kann ja auch im Winter rüberlatschen. Wir haben ja jetzt die Pelzkleidung. Müsste eigentlich... Schade, dass man die nicht pflücken kann. Das wäre doch was, ne? So zum Flirten. Du musst so und so viel von den blauen Blumen pflücken. Wäre doch mal eine Idee. Aber bringen wir mal die Entwickler nicht auf dumme Gedanken. Ja, wir müssen so oder so schon genug sammeln. In diesem Spiel. Halt, da war doch irgendwas. Nee. Getäuscht. Da habe ich mich getäuscht. So, ich sollte aber irgendwas schnabulieren. Habe ich noch jemand dabei? Außer Pilz. Ah, guck hin. Stimmt, da habe ich noch gar nicht rübergeräumt. Das habe ich ja noch gar nicht rübergeräumt. Ich werde auch nicht so viel essen. Weil wenn wir dann nämlich schlafen gehen, morgen ist die neue Jahreszeit, dann füllt sie das ja automatisch auf. Da müssen wir also kein Fleisch verschwenden. Gut. Also ich finde, es ist eine schöne Lichtstimmung gerade. Ah. Hat aber schon lange nicht mehr geregnet, habe ich den Eindruck. Naja gut, wir haben jetzt dann den Winter, dann wird es eh so ein bisschen trostlos werden. Aber da freuen wir uns dann halt schon eine Runde auf den Frühling. Ja, dann kann ich ja den Dünger kann ich ja dann quasi dem anderen Dorf auch holen. Das ist ja kein Problem. Da schlagen wir dann zwei Fliegen mit einer Klappe. Und im Frühling kann ich dann quasi die Hacke im Alwin bringen. Das läuft. Ah, läuft bei uns jetzt. Jetzt läuft's doch. So, wir kommen nach Hause. Ist noch schick hier. Ah. Echt dunkel. Bist du Fliegenpilz? Nee, danke. Nee. So. Dann packe ich mal hier den Rest in den Fleischvorrat rein. Und auch die Pilze können mit rein. Da. Das Fleisch rein. Mit rein. Anniskraut mit rein. Du darfst auch. Natürlich du auch. Sonst haben wir nichts. Ich könnte noch hergehen und könnte Fleisch durchlaufen lassen. Ja. Das ist ideal. So. Dann möchte ich mal gucken, ob das jetzt irgendwas gebracht hat. So, schauen wir doch mal. Werkstatt. F. Handwerk, okay. Arbeit, Fortschritt. Ja, ja. Ich bin gerade überlegen, muss ich Stein und Tralala in die Ressourcen packen? Kann das sein? Das müsste doch jetzt eigentlich schon längst weg sein, oder? Ja, komm. Na komm, schlepp dich rüber. Lass ihn mir. Schaffst du es? Ich glaube an dich. Ganz fest. So. Dann packen wir nochmal die Steine hier rüber. Und schauen, was passiert. Stock auch, Stroh auch. So, du kannst mit rüber. Gut. Rundholz, 18 Rundholz. Läuft. Das läuft langsam. Das finde ich gut. Pelz, auch in Ordnung. Feder, 14 Federn haben wir schon wieder. Sehr schön. Ich bin begeistert. Lass nochmal gucken. Management. Da. Hallo? Ah, hier. Ja. So, jetzt. Jetzt sind wir richtig. So, pass mal auf. Ist eine Arbeit. Ist doch alles gut, oder? Hier, guck. Läuft doch. Wo landen dann die fertigen Messer? Hm. Richten unsere Jagdhütte.
Okay, das läuft auch alles wunderbar. Sehr schön. Bin begeistert. Mit Schuppen. Und Holz. Kein Werkzeug. Oh, ich müsste ihm mal ein paar Äxte machen, oder? Kann das sein? Äxte war jetzt wieder Steinaxt, Stock und Stein. Komm, wir machen hier mal zwei Äxte. Pack jetzt mal alles rüber. Stock und Stein. So. Sage dann Äxte, zwei Stück bitte. Fertig. So, läuft. Die packen wir ihm mal rein. Dann mache ich auch gleich nochmal zwei Steinmesser für Agnes. Ja, klingt nach einem guten Plan. Ja, zwei. Akzeptieren. Ja, so langsam kommt so eine gewisse Routine auch im Management-System rein. Ach schon so. Ich muss nur die Mechaniken noch ein bisschen auskundschaften. Dann müsste das eigentlich klappen. Oh, es ist schwer. Ach, ich habe da das Zeug einstecken. Warum sagt denn keiner was? So. Hier, Stein kann rüber. Stock kann rüber. So. Müsste ich doch normal wieder. Ja. Jetzt können wir wieder laufen. Sie bekommt jetzt die zwei Steinmesser rein. Perfekt. Dann noch zur Jagdhütte. Ah. Ach, stimmt, sie braucht ja auch noch was, ne? Ah, da kümmern wir uns aber am nächsten Tag drum. Ja. Truhe öffnen, dann legen wir eben mal die Äxte rein. Einmal. Und zweimal. Perfekt. Perfekt. Wie schaut's denn aus hier? Nicht genügend Ressourcen. Oh, das ist natürlich doof. Ich muss dann echt... natürlich nicht so praktisch, dass die Gebäude so weit auseinander liegen. Aber ich dachte mir so, von der Stimmung her wäre das eigentlich nicht verkehrt. Da haben wir nichts, ist klar. Hier musste ich hier mal die Steinmesser. Komm, ich lege hier mal meins rein. Braucht es gerade nicht. So, hat sie das schon mal. Jawohl. Haben wir hier noch irgendwelche Pilze? Dann sammle ich jetzt noch mal schnell ein paar Pilze ein. Dann müssten wir doch echt durch den Winter locker kommen. Würde ich jetzt sagen. So. 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 Mhm. Das war das. War langsam dunkel. Sieht man natürlich sowieso nichts. Da steht noch einer rum. Hier sind noch welche. Auch. Dann noch du. Ja, dann würde ich sagen, war doch mal wieder schön, ne? Mal noch in die Hasenfalle rein, ob die uns irgendwas Schönes bieten kann. Kann sie. Damit ist sie dann auch kaputt. Kann ich eine machen? Bei den Möbeln wieder, ne? Falle. Hasenfalle. Bräuchten wir 10 Stock. Okay. Das machen wir am nächsten Tag. Fliegenpilz, nein. Ja dann. Hallo. Jetzt wieder. Das ist echt ein munteres Tauschen hier. Okay. Ah, ich sehe es gerade oben. Wir dürfen echt nicht vergessen, dass wir die Kohle vom Alwin dabei haben und die nicht aus Versehen ausgeben. Ne? Wäre schlecht. So, dann lass mich mal hier reingehen. Fackel aus. Feuer an. Ach, schön. Wir haben wieder eine halbe Stunde voll. Es hat mich wieder gefreut, dass ihr dabei gewesen seid. Ich werde hier jetzt munter, oder was heißt hier munter, auf jeden Fall ein bisschen Fleisch braten. Ja? Und würde mich freuen natürlich, wenn ihr wieder beim nächsten Mal dabei seid. Also, Gleiskit, also ich,
sagt, habt ihr gute Zeit, bis zur nächsten Folge und tschüss.